den perfekten Pass zu seinem Mitspieler. Dieses Passspiel und wohl auch die der Abschluss. Angreifer gegen Torwart, aber er ist einfach blockiert und er macht sich seine eigene Chance zunichte. Richtigen Fuß aufgestanden. Den macht er direkt. Genau so muss es gehen. Sie gehen über die Flügel, sie bringen den Ball in die Mitte und er macht den Ball rein. Eigentor, was für ein Albtraum! Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert es eben. Das erste Tor machen die Spurs. Klasse, wie der Spiel anfängt. Da lacht das Fußballherz des Trainers. So hatten sie es einstudiert. Der Spieler täuschte einen Schuss an und passte ihn vor die Füße des Goal, der das, der den Ball nur noch einzuschieben wollte. Offensive das Maße. Die Hintermannschaft unaufmerksam, die Hintermannschaft fahrlässig. Einer wie er nutzt das im 16-Meter-Raum gnadenlos aus. Das ist ausgeklügeltes Teamwork, schönes Passspiel und dann klasse abgeschlossen. Da passte alles in dieser Situation. Wunderschöner Pass und herrlicher Abschluss. Gar nicht so platzierten Ball eigentlich hätte haben müssen. Oh Mann, Abschluss, da kommt kein Torhüter der Welt ran. Der Ball schlägt ein, genau im rechten Winkel. Ich. 35 Meter. Gute Perspektive. Ja. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert es eben. Obwohl kann man ja eigentlich auch halten, man. So schnell war er nicht so. Ein wunderschönes Dribbling, eine wunderschöne Aktion. Sie spielen mit dem Kopf und macht das Tor. Kompliment. Tolle Leistung. Ein früher Durchbruch. Er steigt hoch und köpft den Ball ins Netz mit perfekter Kopfballtechnik. War allerdings auch ein Geschenk. So eine Chance darf man dem Gegner normalerweise nicht lassen. Einbringen. Wunderbar gemacht. Darauf kann man aufbauen. Eine schöne Flanke und beinahe ein schönes Tor.
Den hat er doch erwischt. Was für ein Glück für ihn und natürlich für seine Mannschaft. Den Ball noch abwehren. Das sah überhaupt nicht nach einer klaren Torchance aus, aber irgendwie kommt der Ball durch. Das war wirklich nicht schlecht. Es steht 2:0. Dieser Freistoßtrick wurde hervorragend einstudiert. Da haben sich die vielen Trainingseinheiten gezeigt. Lyon in Führung. Klasse, wie der Spiel anfängt. Wenn einer mit so viel Tempo, mit so viel Dynamik aus dem Mittelfeld angelaufen kommt, dann ist sein Kopfball für den Gegner schwer zu verteidigen. Null. Also Kompliment, gegen so ein Zuspiel kann keiner was ausrichten. Fußball ist ein Mannschaftssport. Wer es nicht glaubt, der soll sich diesen wunderschönen Angriff noch mal anschauen. Ein strammer Kopfball. Das hat er klasse gemacht mit dem Kopf. Das war nicht einfach und ihm fehlt schlicht und einfach ein wenig Präzision. Auf höchstem Niveau des italienischen Fußballs gespielt hat sie. Also ich finde das beeindruckend. Absolut, Wolf. Und nicht nur das, die Das erste Tor macht Olympique Lyon. Dicker Schnitzer vom Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. So ein Fehler darf dem Torwart nicht unterlaufen. Und er selbst weiß das am allerbesten. Chance, er spielt, aber sie schaffen es einfach nicht, das Ding reinzumachen. Da erarbeitet man sich Chance um Chance. Und es steht 2:0. Er spielt den perfekten Pass zu seinem Mitspieler. Das ist Kombinationsfußball vom Allerfeinsten. Sie harmonieren, sie bringen die Pässe an den Mann und sie machen den Ball rein.